Heute ist Sonntag und ich werde meinen ganzen Tag einfach nur genau hier verbringen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe mein Wohnzimmer umgestellt, mal wieder. Ups. Es ist, glaube ich, wirklich ein Hobby. Es macht mich einfach richtig, richtig glücklich. Es macht so Spaß, so neu zu dekorieren und mir neue Sachen auszudenken. Und das liebe ich auch an dieser Wohnung, dass ich noch vielleicht, I don't know, so viel Platz habe, dass ich eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten austesten kann, wo meine Möbel stehen können. Und das macht mich wirklich so glücklich, weil in meinem alten WG-Zimmer hatte ich nur so 3-4 Möglichkeiten, habe ich auch ausgereizt. Aber hier kann ich ja wirklich machen, was ich will. Und das ist einfach the coolest thing ever. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Coffee Corner, habt ihr vorhin gesehen. Und mein Sofa ist wieder an einer anderen Stelle. Ich war auch bei IKEA und habe diese Lampe hier gekauft. Ich bin richtig obsessed. Ich glaube, die Lampe haben sehr viele Leute, aber ich finde die richtig, richtig schön. Und das ist halt jetzt hier der perfekte Lesespot. Also ich werde mich halt den ganzen Herbst und Winter hier nicht mehr fortbewegen. Auch ein neues Kissen. Ihr seht, es ist alles Ton in Ton. Es ist alles ganz arg cozy und schön. Und ich habe auch einen neuen Teppich vor meinem Sofa. Und ich liebe das. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, ich mache heute einfach einen kompletten Lesetag. Ich war in der letzten Zeit echt ein bisschen in einem Reading-Slump und auch diese Woche habe ich immer nur so ein paar Seiten gelesen und hatte nie so wirklich Zeit oder Kapazität, mich so richtig in ein Buch reinzudenken und so richtig Zeit damit zu verbringen. Das möchte ich jetzt heute machen. Es ist jetzt auch mein zweiter Sonntag in Folge, an dem ich Social-Media-Pause mache. Ich habe das letzte Woche gemacht und es war wirklich der schönste Tag, den ich seit langem hatte. Ich muss das wirklich öfter machen, weil ich gerade merke, wie, also ich liebe Social Media und ich liebe es auch, mit euch zu interagieren und euch zu inspirieren und Sachen zu posten. Aber es ist halt mein ganzes Leben Social Media. Also mein Teilzeitjob ist ja auch Social Media. Ich mache einfach die ganze Zeit nur Social Media. Und ich weiß auch, dass es auf Dauer nicht so weitergehen kann. Also es ist ja gerade eigentlich auch nur eine Übergangslösung, dass ich so viel Social Media mache. Das ist halt das, was ich kann und mit dem ich halt auch Geld verdienen kann. Deswegen mache ich das, um meine Miete zu zahlen. Aber gerade merke ich irgendwie schon, dass es mir einfach nicht so gut tut und ich mehr Zeit außerhalb vom Internet verbringen muss. Und mich dazu, glaube ich, auch zwingen muss, mir halt wirklich Tage zu nehmen, an denen es einfach kein Social Media für mich gibt. Also halb-halb funktioniert irgendwie nicht so richtig bei mir. Deswegen habe ich mir jetzt wieder vorgenommen, so einen Tag Social Media frei zu machen und hoffe, dass ich das ein bisschen durchziehen kann. Weil letzte Woche hat mir das wirklich so gut getan, das hat so richtig meine Batterien aufgeladen und meine Kreativität angekurbelt, wie nochmal was. Und ich bin dann mit richtig guter Energie in die Woche gestartet am Montag. Also das war richtig, richtig gut. Hoffe ich mir von heute auch. Vor allem, wenn ich heute meine ganze Zeit zwischen Bücherseiten verbringe. Ich glaube, das tut auch einfach gut. Das ist heute einfach wichtig. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach ein bisschen mit bei meinem Lesesonntag und rede ein bisschen über die Bücher, die ich lese oder lesen möchte. Ich habe gerade schon ein Buch beendet. Das ist ein ganz, ganz kleines Buch. Es heißt Hidden in the Margins von Magali Elisa Moon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es hat nur um die 50 Seiten. Mir wurde das zugeschickt und ich finde, dass das einfach so ein schönes Buch ist. Also das Titelbild ist einfach so unfassbar schön und es ist auch an sich richtig schön gestaltet. Die Kapitel haben unglaublich schöne Namen,
Zum Beispiel Autumn's Embrace, Comfort Under the Stars, December's Fading Light, Poetry in the Shadows. Amazing. Und es sieht auch einfach richtig süß aus, finde ich. Ich fand es richtig schön geschrieben und ich fand es irgendwie krass, dass so ein kurzes Buch, also wirklich nur 50 Seiten, trotzdem so rund und inhaltsvoll und voll mit Emotionen sein kann. Also das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass mich das jetzt doch so ergreift, obwohl es einfach gar nicht so ausführlich ist und nur so eine kurze Zeit beschreibt. Es geht um chronische Krankheiten. Also die Person, die die Geschichte erzählt, hat eine chronische Krankheit und beschreibt einfach so ein bisschen, wie ihr Leben damit ist und was so die Herausforderungen sind, was sie sich so denkt. Und sie findet während diesen Monaten, die in diesem Buch beschrieben werden, Comfort in verschiedenen Büchern, in denen sie Annotationen findet von anderen Leuten, die gleiche Struggles haben wie sie und Zitate in Büchern hinterlassen haben, mit denen sie dann relaten kann. Also es ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Hommage an, wie machtvoll Literatur sein kann und wie wichtig Bücher für jemanden sein können. Es werden ganz tolle Bücher genannt und es ist einfach eine ganz schöne Bildsprache. Also ich fand es ganz, ganz schön, das gerade zu lesen. Es ist auch sehr traurig und sehr emotional, weil es eben um chronische Krankheiten geht, aber auch super, super wichtig, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird, dafür, dass es wirklich sehr viele Leute gibt, die mit einer chronischen Krankheit leben. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Vor allem, weil man es wirklich sehr, sehr schnell lesen kann. Ich fand es jetzt irgendwie sehr schön, morgens zu lesen. Ich habe das gestern Abend schon angefangen. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr pretty. Was ich auch zugeschickt bekommen habe, ist Tender Philosophia von Didi Afra und Jonna Len. Das sind zwei Creatorinnen auf Instagram, denen ich auch schon ganz lange folge und mit denen ich so ein bisschen connected bin. Und die haben jetzt gemeinsam ein Poetry Book rausgebracht. Ich finde auch, dass das eins der allerschönsten Bücher ist, die ich jemals gesehen habe. Aber von den beiden habe ich auch wirklich gar nichts anderes erwartet. Es ist so, 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 so schön. Das kommt im Dezember erst raus, also das gibt es noch gar nicht zu kaufen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr das auf jeden Fall lesen solltet, wenn ihr Poetry mögt. Ich glaube aber auch, dass das voll das schöne Weihnachtsgeschenk sein könnte. Vor allem, wenn es im Dezember rauskommt. Also könnt ihr euch mal überlegen. Ich werde auf jeden Fall an dem Release-Datum auch nochmal auf Instagram was posten. Und da lese ich gerade immer mal wieder so rein, lese halt so ein paar Gedichte. Bei Poetry Books ist es ja eh immer so, das liest man nicht am Stück. Man möchte ja die einzelnen Gedichte auch so richtig fühlen. Deswegen liegt das einfach jetzt hier neben meinem Sofa und ich gucke ab und zu rein. Aber ich finde es wirklich ganz, ganz schön, weil es sind ganz, ganz viele Connections zu griechischer Mythologie. Und das liebe ich ja. Das liebe ich so, so sehr. Und das ist einfach ganz toll. Ich lese euch mal eins vor. Godly want. What if I swallowed the moon? Would my belly swell up and glow, pregnant, radiant, goddess-like? And the gods, would they envy my celestial child? Would they chew, swallow it after it was born? Castrate my pride? Und ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ich bin jetzt erst auf Seite 18 und es sind um die 100 Seiten, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt als nächstes lese. Eigentlich lese ich ja gerade Astrid Parker Doesn't Fail von Ashley Herring Blake. Ich bin noch gar nicht weit, also ich bin wirklich erst am Anfang. Ich weiß aber, wenn ich mich da jetzt richtig reinstürze, dann nimmt mich das komplett ein. Aber vielleicht könnte ich auch das ganze Buch heute lesen. Who knows? Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Lust auf was mehr so moody ist und vielleicht ein bisschen more complicated, weil das ist halt Romance. Finde ich jetzt auch nice, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen durch meine TBR und nehme euch mit. Aber davor werde ich jetzt erstmal frühstücken und ganz entspannt in meinen Tag starten. Es ist 2:30, aber darüber sprechen wir nicht.
can see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. So, herzlich willkommen zu meinem TBR-Regal. Ihr seht, hier sind nicht nur ein paar Bücher drin, sondern einige. Und ihr seht nicht mal das ganze Regal gerade. Ich habe das noch nicht mal richtig sortiert. Ich hatte nämlich im oberen Fach meine Sommer-TBR, die natürlich nicht komplett gelesen habe. Also können wir das eigentlich gleich zusammen hier mal aussortieren, weil ich eigentlich immer im obersten Regal die Bücher habe, die ich jetzt in der aktuellen Jahreszeit lesen möchte oder die so next up sind eigentlich. Zum einen wäre da zum Beispiel Good Material von Dolly Alderton. Das liegt wirklich schon sehr lange bei mir rum und das habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, das kann man auch gut in anderen Jahreszeiten lesen, aber ich finde, das Cover hat für mich so Sommer geschrieben. Dann hatte ich einmal Saturns Sommer von Kevin Jungs, ein queerer Sommerroman. Aber nachdem ich Ein Eis mit Joe gelesen habe und ich das so schlimm fand, beziehungsweise es nicht mal fertig gelesen habe, hatte ich auch keine Lust mehr auf das. Also vielleicht nicht so Sommer. Vielleicht tue ich es aber auch einfach weg. Vielleicht ist es einfach nicht das. Dann habe ich zwei Bücher, die mir zugeschickt wurden von ganz tollen Frauen. Und zwar habe ich einmal Almost Isn't Enough von Jennifer Bright und einmal Max, The Color of Music von Josephine James. Beides deutsche Romance Novels. Und ich habe das Gefühl, dass so Romance Books bei mir eher in den Sommer passen. Aber ich schließe nicht aus, dass ich die trotzdem bald lese. Also ich finde, das ist schon auch sehr ein Sommercover. Aber das ist so Popstar-mäßig. Ich glaube, das könnte man auch so als Guilty Pleasure Read einfach nebenbei lesen. Also vielleicht mache ich das auch mal auf meine TBR. Hier habe ich gerade gesehen, dass es voll der schöne Farbschnitt ist bei dem Almost Isn't Enough. Guckt mal. Richtig pretty. Ich habe auch noch nie was von Jennifer Bright gelesen. Oh, eine Charakterkarte. Ich bin ja so im Romance-Game gar nicht so arg drin. Also so alles mit Farbschnitt, Charakterkarten und so deutschen Romance-Büchern ist es eigentlich gar nicht so meins. Es ist eher so, dass ich so ab und zu mal lese und mich dann freue, dass es so ein bisschen silly, goofy, ganz romantic ist. Aber ich finde halt auch leider die Cover von den meisten Romance-Büchern nicht so krass schön. Also schreckt mich ein bisschen ab, weil das nicht so meine Ästhetik ist. Ich weiß, das ist ein bisschen von oben herab vielleicht, aber mir ist es schon auch irgendwie wichtig, dass die Bücher zu mir passen, so optisch. Aber werde ich auf jeden Fall beides lesen. Ich weiß nur nicht wann. Also das sieht für mich schon eher aus wie so ein Sommerbuch. Sie heißt auch Sommer. Es geht um Kitesurfen. Ich glaube, das kommt auf nächsten Sommer. Ich habe noch ein anderes Buch zugeschickt bekommen. Kietü Laura. Das ist eins von diesem Story One Contest von Thalia. Ich weiß noch nicht so genau. Vielleicht lese ich das heute, weil es so dünn ist. Sollen wir das mal machen? Dann habe ich so ein paar Bücher abgearbeitet. Maybe? Maybe. Lucy by the Sea wollte ich auch im Sommer lesen. Das kommt auch auf nächstes Jahr. My Year of Rest and Relaxation. Ich finde, das passt auch gut in Herbst-Winter. The Island of the Missing Trees habe ich jetzt schon zweimal versucht anzufangen und bin irgendwie nie weitergekommen bis Seite 34. Das lese ich auch nächsten Sommer, glaube ich. Das sieht für mich so nach Griechenland aus. Also es spielt auch in Griechenland, aber ich finde, wenn ich mal nach Griechenland fahre, vielleicht lese ich es da. So, das ist auch ein Sommerbuch. Was auf jeden Fall auf meiner Herbstliste ist, ist hier dieser Abschnitt.
Und den stelle ich euch jetzt einfach mal kurz vor und dann können wir ja mal gucken, was wir davon lesen. Ah ja, was mir noch zugeschickt wurde, ist Shadow von Sofia Como. Das ist aber halt auch voll das Sommerbuch. Da finde ich das Cover richtig schön. Und das ist halt auch so Romance und spielt halt in Italien. Aber das kam gerade erst raus, also es ist ganz neu. Und ich habe auch nur Gutes gehört. Aber ich glaube, dass das für mich auch auf den Frühling Sommer warten muss. Einfach, weil ich im Sommer dann so richtige Romance-Novels brauche. Und dafür sind all diese halt schon echt gut. Dann habe ich jetzt schon meine Sommer-TBR, die bestimmt noch länger wird. Was auch schon ewig lang auf meiner TBR ist, ist The Prisoner's Throne von Holly Black. Das ist das vierte Buch in der Folk of the Air Series, beziehungsweise das zweite Buch von der Fortsetzung, weil The Folk of the Air ist eigentlich nur Cruel Prince, Wicked King und Queen of Nothing. Und dann kam The Stolen Heir raus und das ist der zweite Teil. Also das hier sind die ganzen Bücher. Ich liebe The Cruel Prince. Es ist wirklich sehr, sehr nice. Ich habe es sehr enjoyed. Und The Stolen Heir, also die Fortsetzung, fand ich sogar noch besser. Also ich möchte das unbedingt lesen. Und ich finde, Fantasy passt so perfekt in den Herbst. Vielleicht machen wir das heute. Ich lege das mal auf den Stapel für heute. Schauen wir mal. Dann habe ich ein Buch gefunden bei so einem kostenlosen Bücherregal. Das heißt Während ich schlief von Anna Sheehan. A Long, Long Sleep heißt das im Original. Dieses Buch habe ich früher gelesen. Also wirklich schon ganz lang her, als ich so 13, 14, 15 war oder so. Und habe es voll gemocht. Und ich habe das halt letztens gefunden und war so, oh mein Gott, das muss ich mitnehmen, weil ich erinnere mich daran und fand es voll nice. Das ist Science Fiction. Es geht um ein Mädchen, das 62 Jahre lang in einem künstlichen Schlaf lag und dann zurück aufwacht und halt die ganze Welt ist anders und sie muss halt rausfinden, was passiert ist. Und ich habe das früher richtig, richtig gern gemocht. Und irgendwie habe ich Lust, das nochmal zu lesen. Und ich glaube, das passt in den Winter. Das kommt auf meine Winter-TBR. Dann habe ich noch The Reading List auf meiner Herbst-TBR liegen von Sarah Nisha Adams. Da geht es ganz viel um Bücher und um Friendship und um so einen Buchclub. Und ich finde, das passt auch perfekt in den Herbst. Ist aber, glaube ich, für heute nichts. Dann möchte ich unbedingt The Host von Stephanie Meyer nochmal lesen. Ich habe das noch nie auf Englisch gelesen, genauso wie die Twilight-Bücher, die ich dieses Jahr auch das erste Mal auf Englisch lesen möchte. Aber ich habe das früher, ich glaube, 3 oder 4 Mal schon gelesen auf Deutsch und fand es ganz, ganz toll. Und das sehe ich für mich auch so im Herbst, Winter. Das ist halt ein richtig dickes Buch, aber es ist halt auch Science Fiction und richtig, richtig nice. Ich mag Stephanie Meyer tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Dann möchte ich von Robert Seethaler Ein ganzes Leben lesen. Das habe ich auch schon ganz lange hier rumliegen. Honestly, das legen wir nur auf die Liste für heute, weil das ist deutsch, sehr groß geschrieben und hat nur 150 Seiten. Vielleicht kriegen wir das heute runter. Dann möchte ich The Waves von Virginia Woolf lesen. Das ist sehr, sehr klein gedruckt, also dafür brauche ich, glaube ich, sehr viel Zeit. Und das sehe ich für mich im Winter. Dann habe ich auf einem Flohmarkt mal ein Buch mitgenommen, das heißt Tanz im Harvest Moon von Kiersey McKinnon. Ich glaube, das ist auch eine Übersetzung. Und da geht es um Nostalgie, Sehnsucht und große Gefühle und ist eine Love Story. Das nehme ich mir auch mal für heute mit auf meinen Stapel. Wir machen gleich mal so Ene Mene Mu, was ich anfange, glaube ich. Aber das ist auch nicht so dick und es sieht irgendwie süß aus. I don't know. Und dann möchte ich im Herbst unbedingt noch Starling lesen von Kirsten Cram. Das wurde mir letztes Jahr zugeschickt von ihr, glaube ich. Aber ich habe irgendwie letztes Jahr bin ich nicht dazu gekommen und jetzt habe ich gewartet, bis es wieder Herbst ist. Weil das ist, glaube ich, das perfekte Herbstbuch. Es geht so ganz viel um Tiere und um Natur. Und es sieht einfach wunderschön aus auch. Also ich bin richtig in love. Ich liebe es, dass hier so ganz große Chapterzahlen drauf sind. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Also ich glaube, das möchte ich auch sehr bald anfangen. Das kommt jetzt auch auf meine Herbstliste. Wir sind noch nicht mal halb durch. Ich gehe mal noch ein bisschen schneller durch die Bücher, durch die hier noch so rumliegen. Pride and Prejudice von Jane Austen habe ich vor 2 Jahren im Sommer mal angefangen und bin so weit gekommen. Ich fand es irgendwie so schwierig. Aber möchte ich schon auch noch weiterlesen eigentlich. Ich lege das auch mal auf die Herbstliste. Als ob ich so viele Bücher diesen Herbst lesen werde. I doubt it. Aber naja. Dann haben wir noch Wie liebst du denn von Johanna Sophie. Das wurde mir auch zugeschickt. Ich glaube, das ist ein gutes Buch, um es immer mal wieder so morgens zu lesen oder so. Weil es eher so Sachbuch- und Erzählungsmäßig ist.
Oh, es sind so viele tolle Bücher, die möchte ich alle im Herbst lesen. Ah! Es ist voll gut, dass ich meine TBR mal durchgehe, weil ich mich gar nicht mehr an alles erinnere. Ich habe von Dolly Alderton noch Ghosts da liegen. Da geht es um das Leben in den 30ern und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch warten, bis ich das lesen kann. Ich glaube, ich warte noch ein paar Jahre tatsächlich, bis ich fast 30 bin, um das zu lesen. Also das kommt erstmal auf eine spätere TBR. Dann habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von Leni dieses Buch geschenkt bekommen. Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne. Ich weiß gar nicht, um was es geht, aber es klingt ganz toll. Und das ist auch für den Herbst. Genauso wie das Diamantenmädchen von Ewald Ahrens, will ich auch schon ewig lesen. Ich liebe Ewald Ahrens. Der hat auch jetzt schon wieder ein neues Buch rausgebracht. Ich weiß gar nicht, was abgeht mit dem, der schreibt. Wie nochmal was? Ich komme gar nicht hinterher. Auch zugeschickt wurde mir vor einer Weile The Hour of Blue von Robert Fröse. Das ist auch Science Fiction. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz krass, weil es so um die Erde geht, so die Natur. Ich glaube, das will ich auch bald lesen. Ich möchte alles bald lesen. Warum habe ich nicht mehr Zeit? Genauso wie A Room of One's Own von Virginia Woolf. Das habe ich schon mal gelesen, aber das möchte ich nochmal lesen. Auch im Herbst eigentlich. Dann möchte ich eigentlich im Herbst auch Shadow and Bone anfangen. Ich habe die ersten drei Bücher schon da. Habe ich ausgeliehen von Svenja. Wann es dazu kommt, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir hier noch ein paar weitere Fantasy-Bücher und zwei griechische Mythologie-Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Passt eigentlich auch alles perfekt in den Herbst. Hier unten habe ich einfach noch ein paar Bücher, die ich irgendwann lesen möchte, aber auch nicht unbedingt bald lesen muss. Wobei das Quarterlife-Buch muss ich schon auch bald lesen, glaube ich. Jetzt so mit 26. Ja, das war jetzt ein spontaner Run-Through durch meine TBR. Heute habe ich mir jetzt Tanzt im Harvest Moon, Ein ganzes Leben, The Prisoner's Throne und dieses Mini-Buch ausgesucht. Und wir nehmen das jetzt einfach mal mit aufs Sofa und gucken, was passiert, würde ich sagen. Und jetzt räume ich das alles mal wieder ein. Ich zeige euch das jetzt mal nochmal kurz. Das hier ist gerade meine ganze Herbst-TBR. Ich weiß ja nicht, ob das so realistisch ist, honestly. So, hallo, ein kleines Check-in. Ich liebe Kaffee so sehr einfach. Ach, es ist jetzt kurz vor 5. Das ist mein zweiter Kaffee heute und auch mein letzter. Aber gerade habe ich es einfach nochmal gebraucht. So ein bisschen als Afternoon Pick-me-up. Ich habe mich entschieden, Ein ganzes Leben von Robert Seethaler zu lesen.
und bin jetzt auch ein bisschen über der Hälfte. Deswegen wollte ich einfach ein kleines Update machen. Ich habe, bevor ich mich dazu entschieden habe, in Kirche Laura reingelesen, beziehungsweise ich habe das eigentlich komplett überflogen, weil es sind wirklich nur ein paar Seiten und ich finde es leider gar nicht gut. Also es spricht mich gar nicht an, der Schreibstil überhaupt nicht und auch alles eigentlich gar nicht. Deswegen werde ich das nicht mehr lesen. Very sorry, falls die Person, die mir das geschickt hat und das geschrieben hat, das sieht. Ich finde das Thema richtig cool, aber das Buch an sich ist einfach not for me. Auch Tanz im Harvest Moon, da habe ich jetzt auch ein bisschen reingelesen. Also ich habe so ein paar Seiten immer mal wieder durchgelesen, um zu gucken, ob mich das anspricht. Aber ich habe das Gefühl, dass auch dieser Schreibstil gar nichts mit mir macht. Also I don't know, vielleicht urteile ich da auch zu schnell. Aber ich bin inzwischen wirklich der Meinung, wenn mich ein Buch nicht komplett anspricht, dann möchte ich auch keine Zeit damit verschwenden, weil es gibt so viele Bücher, die ich lesen möchte. Ihr habt es gerade gesehen. Und dann möchte ich mich nicht durch Bücher durchquälen, bei denen ich denke, dass sie nichts für mich sind. Also glaube ich auch, dass ich dieses Buch nicht lesen werde. Schade, weil das klingt eigentlich total schön, aber I think it's not for me. Vielleicht ist auch die Übersetzung, I don't know. Das kommt also, glaube ich, weg. Und dann habe ich mich für Ein ganzes Leben entschieden, weil ein paar Bekannte bzw. Leute in meiner Familie das auch schon gelesen hatten und gesagt haben, das ist sehr gut. Und weil es halt auch wirklich kurz ist und weil ich das heute durchlesen kann. Und ich möchte irgendwie ein ganzes Buch lesen heute. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen über der Hälfte. Und am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass es mich packt. Also so die ersten 20, 30 Seiten war ich mir unsicher, ob ich das überhaupt lesen möchte. War mir auch kurz ein bisschen unsicher. Diesen Gedanken habe ich öfter, ob ich Bücher, die von Männern geschrieben sind, überhaupt mag oder ob die mich ansprechen können, weil Bücher, die von Frauen und nicht-binären Menschen geschrieben werden, mich immer anders ansprechen, obviously, und einfach einen Nerv in mir treffen und auch irgendwie eine Emotion wecken, die Bücher von Männern geschrieben noch nie geweckt haben. So die Bücher von Benedikt Wells und Ewald Ahrens sind ein bisschen Ausnahmen, aber auch da merkt man, dass sie von Männern geschrieben wurden. Das ist auch sehr gut, also das sind sehr, sehr gute Bücher und das sind auch meine Lieblingsautoren. Aber es fehlt trotzdem dann so ein bisschen so eine emotionale Verbindung, die ich bei von Nicht-Männern geschriebenen Büchern auch habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich habe. Das hatte ich auch am Anfang von diesem Buch. Da war ich mir unsicher, ob das was in mir macht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde es nicht großartig bis jetzt. Mal gucken, was noch passiert. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Also ich möchte das jetzt auch zu Ende lesen. Es ist ohne Kapitel geschrieben. Also es geht einfach weiter die ganze Zeit. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so wirklich einen Punkt gefunden, an dem ich kurz Pause machen kann, um mit euch drüber zu reden. Weil es einfach weitergeht. Es ist einfach Fließtext. Das finde ich irgendwie crazy. Aber deswegen kann man auch nicht so wirklich aufhören zu lesen. Kurz zum Inhalt. Es ist ein Bergroman. Also es spielt in den österreichischen Bergen. Ungefähr vor 100 Jahren. Also gerade sind wir, glaube ich, im Jahr 1943. Auf jeden Fall ist gerade Krieg, beziehungsweise der Krieg ist jetzt vorbei. Aber es wird ein ganzes Leben erzählt. Deswegen heißt das Buch auch so. Es wird das ganze Leben von Andreas Egger erzählt. Der ist der Protagonist. Vielleicht fehlt deswegen auch einfach ein bisschen die Emotional Connection, weil es halt um einen Mann geht. Aber das ist trotzdem auch sehr spannend. Vor allem halt in dieser Zeit. Er lebt in den Bergen, in einem kleinen Dorf. Und das Buch erzählt wirklich einfach seine Lebensgeschichte. Also wie er aufgewachsen ist, wie er Jobs sucht, wie er Leute kennenlernt. Er ist komplett ein Loner und auch ein bisschen ein Außenseiter, weil er ein kaputtes Bein hat und sein Leben lang schon hinkt. Und auch an sich einfach sehr gerne alleine ist und sehr gerne alleine in der Natur ist. Finde ich sehr relatable. Und es sind auch schlimme Sachen passiert. Ich habe geweint, ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte, das ist irgendwie einfach so ein bisschen Natur, ein bisschen Geschichte, ein bisschen bla bla. Und dann wird es einfach dramatic. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Buch ausgeht, wie es weitergeht. Ich denke, es wird halt einfach der Rest seines Lebens noch erzählt. Haut mich jetzt nicht komplett von den Socken, aber ich finde es eine ganz schöne Unterhaltung, so würde ich das sagen. Und ja, die letzten 60 Seiten oder so, die ich jetzt noch habe, lese ich jetzt auch in einem Rutsch durch mit meinem Pumpkin Spice Coffee. Und danach gucken wir mal, ob ich The Prisoner's Throne noch anfange oder ob ich mit... Oh, jetzt
wäre mir fast mein Kaffee runtergefallen. Ob ich mit Astrid Parker das in Fail weitermache. Sind beides gute Options auf jeden Fall für den Abend. Fertig. Und ich mochte dieses Buch viel mehr, als ich gedacht habe. Das hat mich richtig überrascht. Also ich würde sagen, so das erste Drittel war ich noch sehr skeptisch, ob ich es mag. Ab der Hälfte war ich sehr invested und habe jetzt auch wirklich nicht mehr aufgehört, das zu lesen. Es ging aber auch echt schnell. Also ich habe das jetzt innerhalb von 2 Stunden gelesen, glaube ich. Es sind 180 Seiten, aber es ist auch relativ groß gedruckt. Den letzten Teil mochte ich besonders. Ich mag auch das Ende richtig, richtig gern. Und ich habe Andreas Egger jetzt total in mein Herz geschlossen. Ich kenne den jetzt. Ist jetzt mein Freund. Ich habe tatsächlich im letzten Teil auch ein paar Sachen angestrichen, die ich sehr, sehr schön fand. Die meisten Sachen kann ich euch nicht vorlesen, weil das Spoiler wären. Aber eine Stelle, die ich schön fand, also es spielt ja in den Bergen und es geht ganz viel um die Berge, was ich einfach sehr liebe. Das ist einfach ganz, ganz toll. So die ganze Stimmung war irgendwie sehr so romantisch. Erinnert mich sehr an romantische Literatur und das finde ich ganz, ganz schön. Eine Stelle, in der Andreas Egger mit TouristInnen auf dem Berg unterwegs ist und darüber nachdenkt, wie diese Leute, die nur Ausflüge in die Berge machen, die Berge sehen, im Vergleich dazu, dass er dort wohnt und jeden Tag dort unterwegs ist und sich auskennt. Offenbar suchten die Menschen in den Bergen etwas, von dem sie glaubten, es irgendwann vor langer Zeit verloren zu haben. Er kam nie dahinter, um was es sich dabei genau handelte, doch wurde er sich mit den Jahren immer sicherer, dass die Touristen im Grunde genommen weniger ihm als irgendeiner unbekannten, unstillbaren Sehnsucht hinterher stolperten. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung davon, was die Berge in einem auslösen und warum man irgendwie so eine Sehnsucht nach den Bergen hat. Weil ich denke, so geht es vielen Leuten, also mir auf jeden Fall. Ich meine, ich bin in Bayern aufgewachsen, ich kenne die Berge und war da wirklich sehr oft. Und vielleicht vermisse ich sie deswegen auch so oft, weil hier in Sachsen gibt es nicht wirklich Berge. Aber ich weiß nicht, so die Berge, das ist immer so was Besonderes. Und das ist hier irgendwie sehr schön formuliert. Und ich mochte diesen Ausflug einfach in die österreichischen Berge. Und die Geschichte von Andreas Eggers Leben ist auch wirklich toll und auch inspirierend irgendwie. Also Ein ganzes Leben von Robert Seethaler hat mich überrascht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es 3 oder 4 Sterne bekommt von mir, vielleicht 3,5. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt nochmal lesen. Aber ich glaube, ich würde es auch empfehlen. Ich habe vorhin auch gegoogelt, weil es geht hier um die Errichtung von der ersten Seilbahn. Und ich habe gegoogelt, ob das historisch akkurat ist. Ist es nicht, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall die Berge und so, die da beschrieben werden. Die gibt es. Und da habe ich gesehen, dass es auch einen Film dazu gibt. Vielleicht schaue ich mir den auch mal an. So, ich glaube, ich mache jetzt eine kleine Lesepause und dann schaue ich mal, welches Buch ich heute Abend noch lesen möchte. Vielleicht lese ich aber auch erst dann, wenn ich im Bett bin. Weil ich glaube, ich möchte mich jetzt noch ein bisschen bewegen. Ich glaube, ich mache ein bisschen Pilates und dann muss ich meine Nägel fixen. Hier fehlen ein paar und für die neue Woche müssen die ready sein. Und dann werde ich wahrscheinlich auch Abendessen. Also jetzt einfach mal kurz noch das Buch verarbeiten und nicht gleich weitermachen. Und dann sehen wir uns später nochmal, wenn ich ins nächste Buch eintauche. Goosebumps to me.
Ich sollte eigentlich schon viel früher schlafen gegangen sein. Aber tatsächlich konnte ich auch einfach nicht schlafen, weil meine NachbarInnen laut sind. Und ich möchte keine Ohrstöpsel tragen, deswegen habe ich jetzt gewartet, bis sie ins Bett gehen. Ich glaube, jetzt ist es ruhig. I hope so. Jetzt ist es 11:30. Bitte sch. Und währenddessen gelesen. Ups. Ich habe mich dazu entschieden, Astrid Parker Dessen Fail weiterzulesen und werde das, glaube ich, dann einfach die ganze Woche lesen, weil das ist wirklich ein easy read und ich mag es auch gerade einfach sehr, queere Romance-Bücher zu lesen. Das gibt mir ganz viel und macht mich einfach glücklich und ich möchte gerade einfach Bücher lesen, die mich glücklich machen und bei denen ich von Anfang an schon weiß, dass ich sie mögen werde, weil das erste Buch der Reihe, Delilah Green Doesn't Care, habe ich auch sehr geliebt und es ist eine Trilogie. Also es hängt nicht unmittelbar zusammen, das sind immer andere Charaktere und andere Couples in jedem Buch, aber es ist die gleiche Welt und das ist eine Friend Group, in der sich alles abspielt. Deswegen ist es sehr leicht, da reinzukommen und es ist einfach schön, dann die anderen Leute da nochmal drin zu sehen und ich weiß einfach, dass es gute queere Romance ist. In Astrid Parker Doesn't Fail geht es um Astrid und Jordan. Astrid ist eine Designerin, die sehr so schickimicki und alles Luxury und alles muss perfekt sein und alles an Ort und Stelle sein. Und soweit ich das verstanden habe, denkt sie auch immer noch, dass sie straight ist. Also sie hatte auf jeden Fall noch kein Coming Out und bis jetzt hatte sie auch noch keine Gedanken, die nicht straight sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und das ist auch sehr viel Tension dann, das finde ich sehr gut. Und Jordan ist eine Handwerkerin bzw. Carpenter. Ich weiß leider gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, wie man das übersetzt. Und es geht um die Renovierung eines Inns, der Jordans Großmutter gehört. Und Astrid ist die Designerin dafür und sie machen das für so eine Interior Makeover TV Show. Die beiden treffen sich auch gleich schon in der allerersten Szene. Das ist bei den Büchern immer so, dass sich das Couple eigentlich schon von Anfang an kennt. Also es fängt gleich an mit der ersten Begegnung. Und das finde ich auch gut, weil dann weiß man gleich, um was es geht und wie so die Vibes sind von den beiden. Die mögen sich auf jeden Fall gar nicht. Das liebe ich. Ich bin also sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin jetzt auf Seite 63 und werde jetzt für heute aufhören und hoffen, dass ich jetzt schlafen kann. Ja, ich hatte einen sehr schönen Sonntag. Ich habe viel gelesen, viel Verschiedenes gelesen und hatte vor allem eine richtig tolle Social-Media-freie Zeit. Es ist einfach so krass, weil ich einfach merke, wie viel mehr Zeit für meine eigentlichen Hobbys bleibt, wenn ich nicht
Zeit auf Social Media verbringe. Das Einzige, was ich heute gemacht habe, war einmal in meine YouTube-Kommentare zu gucken, weil heute ja auch ein neues Video rausgegangen ist und halt YouTube-Video zu filmen. Aber das ist ja auch einfach nur, ich bin hier und rede praktisch mit mir selber und habe aber halt keinen Social Media Einfluss von außen und sehe halt vor allem nicht das Leben von anderen Leuten und vergleiche mich damit. So, das ist halt einfach heute gar nicht gewesen. Und auch einfach dieses Doomscrolling, weil sobald ich auf Social Media bin, verbringe ich halt auch immer Zeit damit, einfach Sachen anzugucken, irgendwie auf TikTok zu scrollen, auf Instagram zu scrollen und verliere dadurch halt einfach Zeit. Also natürlich ist es auch interesting und ist auch inspiring, aber ich habe einfach weniger Zeit an einem Tag, an dem ich auf Social Media bin. Und heute hatte ich einfach wieder das Gefühl, ich hatte so viel Zeit, also die Zeit ist auch einfach viel langsamer vergangen den ganzen Tag über. Ich habe immer auf die Uhr geguckt und war so, oha, ich habe noch voll viel Zeit, ich kann jetzt noch das machen, ich kann jetzt noch das machen. Ich habe heute Klavier gespielt, ich habe einen Kuchen gebacken, ich habe meine Nägel gemacht, ich habe gejournalt, ich bin up to date in meinem Journal, ich habe die nächste Woche vorbereitet, ich habe ein ganzes Buch gelesen, bin mit meinem Buch weitergekommen, ich habe alle meine WhatsApp-Nachrichten beantwortet, ich habe geputzt, ich habe geduscht, ich habe Sport gemacht, like, und ich bin auch einfach erst um 12 Uhr aufgestanden, also ich habe auch noch 10 Stunden geschlafen. So much time in one day. Es ist einfach krass. Social Media ist was ganz, ganz Tolles, aber es ist auch einfach was ganz, ganz Schlimmes irgendwie. Deswegen Balance. Ich werde das auf jeden Fall versuchen weiterhin zu machen, dass ich jeden Sonntag eine Social Media Pause mache, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut. Es war heute ein wunderbarer Tag. Natürlich war es ein kompletter Tag in Solitude. Also ich habe mit niemandem gesprochen und ich war auch nicht draußen. Aber honestly, manchmal muss das sein. Und es hat mich auch einfach sehr glücklich gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, heute ein bisschen dabei zu sein. Nächste Woche kommt dann wahrscheinlich der Vlog von der Buchmesse. Da fahre ich nämlich am Mittwoch hin und hoffe, dass ich das dann auch relativ schnell bearbeiten kann. Und vielleicht gibt es da auch ein paar spannende Insights, I don't know. Ich kann nichts versprechen, vielleicht wird es auch kein Vlog, aber habe ich auf jeden Fall vor. Und da sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Habt eine good time, genießt den Oktober noch und wir sehen uns im nächsten Video. Gute Nacht!